Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Ich richte das Video jetzt einfach mal direkt an dich. Du hast mich gefragt, wie man einen Bootsrumpf konstruiert und da gehe ich wie folgt vor. Als erstes starte ich Fusion, selbstverständlich, mache eine neue Datei auf und als erstes speichere ich mir die Datei. Steuerung S oder Speichern. Unter Übungen nenne ich das Ganze jetzt einfach mal Boot. Du kannst es nennen, wie du willst, weißt du selber sicher besser wie ich. Dann gehe ich bei YouTube oder bei Google rein und suche mir zum Beispiel einen Spantenriss. Das ist der Klassiker, wie das die meisten machen. Nun ist es so, dass die Spantenrisse relativ kompliziert zu übertragen sind. Man müsste jedes einzelne Detail einzeln übertragen und meist wird das gar nicht so schön. Deswegen ist es eine Menge Arbeit, will ich das am besten gleich mit einem Boot machen, was sich lohnt, nochmal zu bauen. Am Ende von dem Video werde ich die Datei online stellen, so dass sich jeder das Boot und am besten auch die gesamte Fusion-Datei runterladen kann. Ich hoffe, das ist für alle okay. Dafür gehe ich bei Facebook rein und schnapp mir einfach mal aus der ersten Gruppe RC Model Yacht Building and Design ein Bild mit einem Spantenriss. Nämlich das hier. So sieht das Ganze aus. Das kann man super für sowas verwenden. Die Vorderansicht wäre natürlich noch viel besser, aber die Grundlagen, die kann ich dir anhand dessen wundervoll erklären. Los geht's. Ich nehme mir die Grafik, speichere die Grafik in meinen Bildern und die kann ich dann ganz einfach bei Fusion öffnen. Und zwar hier drüben rechts habe ich die Option über Einfügen zum Beispiel einen Aufkleber oder ein Bild hinzuzufügen. Da wähle ich jetzt die Datei aus von meinem Computer, sage Öffnen, sage ihm mir eine Fläche und dann ziehe ich mir das einfach groß, so wie ich das haben will. So, hier können wir jetzt schon anfangen zu konstruieren. Ich mache das Ganze am liebsten, indem ich als erstes einmal checke, wie lang ist das Ganze. Wir haben jetzt hier 97,7 mm. Das stimmt nicht. Es macht am meisten Sinn, das Ganze gleich schon so zu konstruieren, wie man sich es vorstellt. Also wenn du zum Beispiel ein Modellboot in der Meterklasse konstruierst, konstruierst du das Ganze gleich in einem Meter. Da ich damit super klarkomme, im 1:1 Maßstab zu konstruieren, gehen wir mit diesem Programm und mit dieser Runde jetzt im Maßstab 1:1 auch weiter. Ich kann dieses Bild wundervoll anpassen. Und zwar habe ich hier auf der linken Seite Arbeitsbereiche, mein Bild und da kann ich auf Kalibrieren klicken. Und dann brauche ich bloß zwei Punkte anwählen und kann ihm hier sagen, 2133 mm und schon ist das Ganze auf die richtige Größe skaliert. Ganz einfach. Skizze fertigstellen. Jetzt gehe ich bei und übertrage grob meine wichtigsten Punkte. Und das Wichtigste dabei ist, so wenig Punkte wie möglich zu nutzen. Denn je mehr Punkte wir nutzen, desto mehr Punkte müssen wir später auch immer und immer und immer wieder übertragen. Ich habe jetzt als erstes einmal den Decksprung übertragen. Dann übertrage ich jetzt einmal den Rumpf von unten, also die Rockerline. Und jetzt sieht man schon, ich habe die Spline-Kontrollpunkte übereinander gesetzt. Und das mache ich mir noch genauer mit der Funktion Horizontal-Vertikal. Und kann beide Spline-Control-Punkte genau übereinander setzen. Und jetzt, wenn ich näher ranzoome, kann ich diese Linie mir so anpassen, wie sie mir gefällt. Und jetzt habe ich anhand von nur vier Punkten, einer am Bug, einer vorm Schwert, einer hinterm Schwert und einer am Heck, die Möglichkeit, den Rumpf ziemlich exakt nachzubilden. Das passt schon sehr, sehr einfach, sehr, sehr genau.
So, Skizze fertigstellen. Wir haben jetzt diese beiden Linien. Übrigens, ich nutze eine Space Maus. Du kannst das natürlich auch mit Shift und der Mausrad-Taste bewegen. Der nächste Punkt ist, du musst Volumen in das Schiff reinkriegen. Version 1, wir extrudieren uns diese Fläche, können wir einfach mal machen, indem wir sie schließen. So. Hier unten einmal in der Timeline nach vorne gehen. Timeline ein- und ausblenden kannst du hier oben übrigens mit Rechtsklick und dann Konstruktionsverlauf erfassen. Und jetzt haben wir die erste Option. Wir könnten jetzt von oben uns den zweiten Teil vom Rumpf hier rauf spiegeln. Gibt auch wieder verschiedene Möglichkeiten für. Wir machen das einfach mal. Ich sage, ich möchte eine Versatzebene, wähle meine Fläche, ziehe die über den Rumpf hinaus, sage OK. Sage einfügen, sage wieder Ansichtsbereich einfügen, gehe wieder über meinen Computer, wähle mein Bild aus, wähle meine Fläche aus, drehe das Ganze um 90 Grad, sage OK. Gehe hier Rechtsklick auf meinen zweiten Ansichtsbereich, sage Kalibrieren, zoome mit dem Mausrad näher ran, wähle mir zwei Punkte aus, gebe diesen zwei Punkten wieder mein Maß von 2133 mm. Diesen Ansichtsbereich hier rüber zu kriegen, könnte ich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Das Einfachste, wie ich finde, ist einfach in die Extrusion zu gehen, die auf die andere Seite zu ziehen. Zack, haben wir unseren Volumenkörper unter unserem ersten Teil. So, wir starten eine neue Skizze. Vorteil ist, dadurch, dass wir uns eine Versatzebene gemacht haben, können wir diese Ebene direkt hier starten. Wir beginnen damit am Spiegel eine Linie zu ziehen und auch am Bug eine Linie zu ziehen. Und hier sehen wir, dass wir gegebenenfalls nicht ganz perfekt gerade sind. Das können wir noch einmal checken, indem wir von unten nach oben hier auf unsere Linie raufgehen vom Spiegel. Und da sieht man das Dreieck und den rechten Winkel. Das heißt, unsere Linien laufen sauber von oben nach unten. Über Escape beende ich das Linientool, klicke jetzt meine Linie wieder an, drücke die Taste X, um sie zu einer Konstruktionslinie zu machen. Dasselbe kann ich hier auch in den Optionen einstellen. Konstruktionslinie an und aus. Fertigstellen. Jetzt gehe ich in meine Skizze rein und kann ohne viel Aufwand mir wieder die Spline-Punkte für die Outline ziehen. Ich mache jetzt einfach mal mit Absicht zu viele. So. Wenn wir uns die andere Skizze einblenden von zu Anfang, wissen wir ja, wir haben hier einen Spline-Punkt, hier einen Spline-Punkt und das war's. Übertragen wäre das also, ich drücke die Taste P, dort und dort. Und wenn ich jetzt hier vorne einen extra Spline-Punkt habe, bringt es mir überhaupt nichts, den dort zu haben, weil ich da eh nicht viel anpassen kann. Ich werde euch gleich zeigen, warum und wie das richtig geht. Wie komme ich nun also von der ersten Kante, die wir extrudiert haben, in einen Volumenkörper zu einem Bootsrumpf? In meiner Skizze kann ich nun anhand der Mittellinie alles spiegeln. Oder noch einfacher ist es, ich nutze nur die Fläche und baue direkt nur ein halbes Boot. Das spart die Hälfte an Arbeit,
gewährleistet, dass das Ganze symmetrisch ist und macht alles viel, viel einfacher, weil man nur die Hälfte an Teilen anpassen muss. Dafür habe ich meine Fläche, sage E für Extrusion, klicke diese Fläche an, ziehe sie nach unten durch meinen seitlichen Körper, wähle als Vorgang nicht Ausschnitt, sondern Schnittmenge aus und schon haben wir die Schnittmenge aus beiden Seiten. Wenn wir jetzt diesen Körper anpassen wollen, den wir erhalten haben, diesen Halbrundkörper, haben wir immer noch die Möglichkeit, über beide Skizzen alles anzupassen. Das bedeutet, ich kann hier alles breiter ziehen und schon ändert sich der gesamte Rumpf. Ja? Das bedeutet, wir können auch jetzt noch nachträglich beigehen, unsere Spline-Kontrollpunkte auf die Position legen, wie wir sie uns wünschen. Ich mache einmal kurz den Körper aus. Und können natürlich auch die Spline-Hilfslinien noch anpassen. Dafür müssen wir bloß zurück in die Skizze gehen, können unseren Spline anfassen und wir sehen alle grünen Linien hier, an denen wir unseren Rumpf perfekt ausrichten können. So, das sieht alles sehr gut aus. Skizze fertigstellen. Wenn wir jetzt sicherstellen wollen, dass unsere Spline-Kontrollpunkte von der einen zur anderen Skizze auf einer Höhe sind, können wir erstens von oben uns einen Anhaltspunkt holen, also Blickrichtung von oben, dort zu dort. Wenn wir in unserer Skizze also sind, können wir ihm selbstverständlich auch horizontal sagen, ich will von dort nach dort auf derselben Länge sein. Und genauso von hier nach da. Das führt dazu, dass die Spline-Kontrollpunkte ein bisschen verschoben werden. Das bedeutet, jetzt muss ich die Anpassung von links nach rechts durchführen. Ich kann jetzt nicht mehr von oben nach unten gehen. Das kann ich nur in meiner Seitenansicht, weil die hat mir diese Punkte gegeben. Und jetzt sehen wir auch, dass wir hier vorne diesen Punkt noch frei bewegen können. Er ist nicht definiert. Hier in unserer Seitenansicht, da haben wir nämlich keine Spline-Kontrollpunkte. Wenn du aber in dieser Skizze Spline-Kontrollpunkte haben willst, zum Beispiel weil du feststellst, der Bug soll da schöner oder anders sein, gehen wir einfach zurück in unsere erste Skizze, wählen mit der linken Maustaste die Kante an, drücken den Rechtsklick und wählen hier in der Mitte Spline-Erfassungspunkt einfügen. Dann entsteht aus unserer Mauszeiger-Pfeil-Dings ein Kreuz und ich kann einfach auf mein Spline klicken. Und schon habe ich einen neuen Spline-Kontrollpunkt. Mit Escape beende ich die Funktion Spline-Kontrollpunkt einfügen und ich habe einen neuen Punkt, den ich hier nutzen kann, um mein Spline so zu bewegen, wie ich will. Dasselbe mache ich auf dem unteren Spline-Erfassungspunkt einfügen. Einmal den Spline anfassen. Und einmal bestätigen. Mit Escape die Aktion beenden und wieder unsere Verhältnismäßigkeiten hinzufügen. Skizze fertigstellen. In unserer Draufsicht, hier ist unsere Skizze, kann ich jetzt sagen, über P für Projektion, nimm diese Punkte, da der kleine rote Punkt in der Mitte entsteht, als Referenzpunkt. Wähle horizontal von dem zu unserem Spline-Punkt von der Draufsicht. Fertigstellen. Exzellent. Jetzt haben wir einen Spline-Kontrollpunkt mehr in unserer Skizze. Das ist immer wichtig, wenn man mehr oder weniger anpassen will, dass man weiß, wie das geht. Jetzt ist die Aufgabe, diesen Rumpf schön zu machen. Wir könnten natürlich beigehen und einfach hier einen Radius ransetzen und hätten irgendwas wie einen Rumpf, aber wir haben jetzt unseren Bug verändert und wir haben unseren Spiegel verändert. Und meistens soll der Spiegel nicht senkrecht runter, dann ein Radius und waagerecht rausgehen. Hier nun also die Lösung dafür. Wir können anhand dieser Spline-Kontrollpunkte uns Ebenen setzen. Und zwar über Konstruktion, Versatzebene, Abstand auf Objekt
hierher. Jetzt entsteht hier ein bisschen kleiner eine kleine neue Ebene. Ich sage okay. Dasselbe mache ich für alle anderen Spline-Kontrollpunkte auch. Auf Objekt. Konstruktion. Ebene. Diese. Auf Objekt. Hierher. Okay. Auf Objekt. Hierher. Was hat das jetzt für einen Vorteil, wenn wir auf Auswählen, Abstand, auf Objekt gehen, statt auf Abstand? Wenn wir auf Objekt gehen, haben wir jetzt eine Verbindung zwischen unseren Spline-Kontrollpunkten und den Ebenen. Das bedeutet, wenn ich diesen Spline-Kontrollpunkt irgendwo anfasse, zum Beispiel in unserer Seitenansicht hier, von vorn nach hinten verschiebe, verschiebt sich automatisch auch die Ebene, auf der wir gleich weiterarbeiten werden. So, wir arbeiten weiter. Ich mache jetzt einfach mal die Seitenlinien aus. Wir haben unsere beiden Skizzen. Ich starte eine Skizze hier. Ich drücke P für Projektion. Damit könnte ich mir zum Beispiel diesen Körper holen. In meine Skizze. Was aber noch besser ist, ist über Erstellen, Projektion, Schnittmengenprojektion. Ich habe mir den Shortcut Steuerung P da drauf gelegt. Shortcuts kann man hier unter Tastenkurzbefehl ändern, ganz einfach selber einstellen. Und jetzt entsteht hier eine Skizze, wenn ich auf Körper klicke, die genau meinem Körper entspricht. Hier jetzt lila, ja? Ich blende den Körper aus. So sieht unser Rumpf aus. Das bedeutet, ich kann hier einen Rumpf zeichnen innerhalb dieser Skizze, der aber immer noch die Kontrollpunkte hat, meine Eckpunkte und meinen Bodenpunkt und gleichzeitig vollautomatisiert mit angepasst wird. Ich mache das jetzt einmal für alle fertig und dann bauen wir weiter. Wahrscheinlich wird sich dann erklären, wie das Ganze funktioniert. Skizze fertigstellen. Neue Skizze. Ich wähle meine zweite Fläche aus. Dort. Zoome ein bisschen raus, um meinen Körper zu kriegen. Drücke STRG P. Bekomme meinen Körper. Wer das nicht mitgekriegt hat, kurz zurückspulen. Warum STRG P? Skizze fertigstellen. Selbes Spiel. Ich wähle mir meine Skizzenfläche. Störung P. Körper. Okay. Skizze fertigstellen. Und für den Spiegel. Störung P. Okay. Jetzt habe ich hier vier Skizzen von einem Halbspantenriss von unserem Boot. Ja? Ich blende einmal den Körper aus. So sieht also unser Spantenriss aus. Diese lilanen Skizzen. Ich könnte jetzt beigehen und sagen, lofte mir diese Flächen. Und das will er nicht machen. Jetzt ist unsere Aufgabe, das so geil wie möglich und so schön wie möglich zu machen. Denn es gibt ein paar Punkte, die uns das verbieten zu loften. Es gibt viele Tutorials, die die Loft-Funktion oder Erhebungsfunktion erklären. Aber meiner Meinung nach fehlen in ganz vielen Tutorials eine ganze Menge an Randdetails. Und auf die möchte ich jetzt gleich noch eingehen. So, ich blende einfach mal meinen Körper wieder ein. Hier vorne unser Bug, den hatten wir übernommen von der Skizze da hinten. Ich kann jetzt hier einfach mal einen Wave Piercer draus machen. Hier unten die Kante, die entsteht, weil wir hier vorne ein bisschen zu kurz sind. Oder zu lang. Weil wir hier keine Verbindung
zu unserer anderen Skizze haben. Um das anzupassen, können wir hier Rechtsklick drauf gehen, Skizze bearbeiten. Ich sage wieder für unsere Seitenansicht, P für Projektion. Wir sagen von dem Punkt hier aus. Bam. Skizze fertigstellen. Und jetzt bleibt die Länge. Wir können sie nur von links nach rechts verschieben. Das müssen wir gleich noch berichtigen. Na? Aber hier können wir alles mit unserem Bug machen. So, wir können das Boot länger machen. Dann wird das Boot auch in unserer Seitenansicht länger. Wir können es weiter nach hinten verschieben und weiter nach vorne verschieben. Prima. Einmal nochmal beide Ansichten einblenden. Wieder alles berichtigen. So. Kleine Details, wie zum Beispiel hier unten die Rundung, sind extra Aktionen, auf die werde ich noch eingehen, aber später. Wie mache ich jetzt also, das war ja unser Start, aus diesem Rumpf einen schönen Rumpf? Die einfachste Möglichkeit ist der Radius. Das war aber hässlich geworden, weil sich der Bug und das Heck verändert hatte. Die zweite Möglichkeit war Loften. Und das hatte noch nicht geklappt. Jetzt also dazu, wie ich Loft zum Funktionieren bringe, sodass das Ganze schön wird. Und vor allem auch glatt. Ich blende den Körper einmal aus. Jetzt brauche ich hier vorne noch einen Bug, irgendeine Linie, die ich für diesen Bug brauche, um meinen Bug zu konstruieren. Das Einfachste, wie ich finde, ist, auf dieser Fläche eine Skizze zu erstellen, und zwar eine 3D-Skizze, die sich mitbewegen kann. Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, diese Fläche sollte immer da sein. Niemals den Rumpf spitz konstruieren, weil spitz zusammenlaufende Kanten machen ganz oft Probleme bei Fusion. Es kann sein, dass deine Kante, die von oben kommt, hier einen kleinen Überschwänger macht und alles hinterschneidet, und schon hast du Fehler, später nachher für den Druck, absolut No-Go. Ich erstelle eine Skizze, drücke rechts in den Skizzenoptionen auf 3D-Skizze und sage P für Projektion, wähle Auswahlfilter, angegebene Objekte, diese Kante aus. Okay, Skizze fertigstellen. Was ist jetzt passiert? Ich habe jetzt hier vorne noch was zum Anfassen. Und mein Bug hat eine Skizze bekommen, die sich auch noch mit verändert, wenn ich meinen Decksprung verändere. Wenn wir also feststellen, das Boot schwimmt zu tief, habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach alles ein bisschen größer zu ziehen. So. Das ganze Boot ist jetzt hier vorne easy 10 cm größer geworden und all unsere Skizzen funktionieren noch. Was war hier passiert? Die Skizze war gelb geworden. Ich habe eine Warnung bekommen, Skizze 8. Was ist passiert? Ich bin über die Länge von unserem Boot hinaus, also über den längsten Punkt, und somit ist unsere Fläche nicht mehr entstanden. Wir hatten ja dieses Dreieck als Fläche gewählt. Je weiter ich nach vorne rutsche, desto kleiner wird dieses Dreieck und irgendwann ist es nicht mehr da. Und dann funktioniert die Skizze nicht mehr, weil keine Fläche mehr anwählbar ist. So. Weiter geht's. Ich möchte jetzt hier einen richtig schönen Spantenriss reinzaubern. Wir können uns einfach mal ein Segelboot angucken. Die meisten Spantenrisse
sind sehr rund. Alles ist ganz geschmeidig. Das geht bei neuen los und auch bei alten Booten, bei Knickspantern ist es nochmal was anderes, haben wir aber immer eine runde Form. Das heißt, das nächstgelegene für runde freie Form sind auch hier wieder für die Auswahl von unserem Spantenriss die Spline-Funktionen. Ich wähle meine Skizze aus, die ich verändern möchte. Kann hier unten doppelt draufklicken und schon bin ich in der Skizze drin. Ich wähle ein Spline und ganz wichtig, ich wähle meine Außenkontur. Ich muss später meine unterste Linie wählen, aber dazwischen bin ich komplett frei. Ich wähle jetzt hier zwei Spline-Kontrollpunkte. Eins, zwei und hier oben einer. Hier oben starten wir. Wenn wir nicht breiter werden wollen wie das Boot, müssen wir senkrecht starten. Wenn wir nicht tiefer werden wollen wie das Boot, müssen wir waagerecht aufhören. Das sorgt dafür, dass wenn wir das Boot nachher spiegeln, wir in der Mitte auch keine Kante kriegen. Das heißt, selbst das hier ist beim nahen Rangucken immer geschmeidig von links nach rechts. Je breiter wir das machen, desto geschmeidiger wird es. Wir können diesen Punkt natürlich überall hinsetzen. Aber für diese Aufgabe jetzt gerade bleiben wir erstmal dabei. Ich habe zwei Spline-Kontrollpunkte. Skizze fertigstellen. Ich habe jetzt hier eine neue Fläche erzeugt. 3D-Skizze mache ich aus. Jetzt muss ich einmal zurückgehen. Da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Skizze fertigstellen. Ich mache STRG-Z, um zurückzukommen. Denn wir müssen 2D-Skizzen verwenden. Ich wähle jetzt diese Skizzenfläche an. Achte darauf, 3D-Skizze hat keinen Haken. Und kann jetzt hier in diesem Feld wieder unsere Spline-Linien reinziehen für die Rumpfgeometrie. Wenn ich einen komplizierten Rumpf habe, wie zum Beispiel einen Langkieler, ist das überhaupt kein Problem, denn ich kann auch hier mit meinen Linien rumspielen, bis aus unserem Boot ein Langkieler wird. Ja? Das ist ein typischer Spand von einem Langkieler. Wenn ich den jetzt anpassen will, mit einem Knick oder mit einem Überschwung oder wie auch immer, nutze ich dafür meine Hilfslinien. So, wenn ich diesen Punkt entferne, entsteht ein schön gerader Strag. Ich kann mit Rechtsklick neuen Spline-Erfassungspunkt wieder einfügen und mein Spline ist richtig schön smooth. Das ist jetzt eine Kante von unserem Boot. Fertigstellen. Das Ganze wiederhole ich für alle anderen Flächen auch. Also Skizze anklicken, Skizze bearbeiten, zack, zack, zack. Fertigstellen. Verhältnismäßigkeiten. Waagerecht. Senkrecht. Fertigstellen. Jetzt sehen wir, hier starten wir ein bisschen anders. Und hier gehen wir ein bisschen anders nach unten. Mit Absicht mache ich jetzt einfach mal einen etwas anders aussehenden Rumpf. Angewählt. Wählen ein Spline. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Vierter Punkt. Ganz, ganz wichtig, in allen Lofts, die Anzahl der Punkte muss gleich sein. Ich zeige euch nachher, warum und was passiert, wenn wir das nicht machen. Aber merken, muss gleich sein. So, auch hier will ich ein bisschen was fancy machen, dass wir ein bisschen Probleme haben, dass wir nachher noch was zum Berichtigen haben. Schön verkackt, alles falsch rumgezeichnet. Okay. Wichtig, keine neuen Skizzen anfangen, sondern immer die alten Skizzen bearbeiten.
Sonst funktionieren unsere Abhängigkeiten nicht. Skizze fertigstellen. Und hier vorne unsere letzte. Wichtig ist jetzt noch einmal, wir haben hier eine Fläche. Wenn wir diese Fläche mit der Fläche hier vorne verbinden wollen, können wir das ganz einfach über Loft machen. Funktioniert aber nicht, halt, weil wir nicht die richtige Anzahl an Punkten haben. Jetzt können wir loften. Wir klicken von hinten einmal an und wählen diese Fläche. Es funktioniert nicht. Achtung, das Objekt, das Sie erstellen, ist nicht sichtbar. Ich wähle meinen Körper. Bei Körpern klicke ich einmal neuer Körper. Ich sage okay. Und schon haben wir so etwas wie einen Rumpf. Hier ein bisschen dellig. Weiter geht's. Von hier nach da. Okay. Von hier nach da. Okay. Von hier nach da. Okay. Jetzt sehen wir, das Ganze sieht absolut kacke aus. Es ist wellig, es knickt. Na, hier geht's gerade los, dann geht's schief weiter. So soll es nicht sein. Was müssen wir also machen? Wir müssen diese Lofts alle verbinden. Dafür gehen wir auf Erhebung, klicken den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften an. Sagen, okay, jetzt ist der Rumpf schon etwas schöner geworden. So, etwas glatter, etwas smoother. Ich sage prüfen, Zebra-Analyse, Körper. Hat immer noch eine Menge Dellen, Wellen und Beulen. Ne? Hier ist so ein Schwung drin, hier ist so ein Schwung drin. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn ich jetzt hier vorne feststelle, in dem Bereich hier vorne, wir probieren es einmal über eine Schnittanalyse. In diesem Bereich hier vorne möchte ich noch mehr Volumen haben, obwohl ich keinen Spline-Kontrollpunkt einfügen will, gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Genauso können wir über die Höhe der Spline-Punkte auch das verändern, was mit unserem Rumpf passiert. Damit er halt elegant wird oder nicht so elegant wird. Unser Heck reichlich hässlich. Ja? Diese Punkte sind alle frei in den Skizzen drin. Ich sage abbrechen von unserer Kontrolle. Bam! Schon habe ich einen vernünftigen Spiegel und alles funktioniert. Hier habe ich noch eine dicke Delle drin. Kann ich aber wieder rausziehen, indem ich einfach nur an diesem Spline-Kontrollpunkt anfasse. Überprüfen, Zebra-Analyse, sehe ich trotzdem, dass hier noch irgendwo Verwerfungen drin sind. Wie kriege ich jetzt diese Verwerfungen raus? Entweder ich nutze diese Kante einfach nicht, dann würde er von hinten nach vorne straken. Oder, viel einfacher und viel besser, ich blende einmal den Körper aus, wir können ihm sagen, wo das Ganze langlaufen soll. Also, Beispiel. Ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen extremer. Hier haben wir unseren ersten Spline-Kontrollpunkt. Sei weit oben. Hier unseren ersten Spline-Kontrollpunkt. Sei weit unten. Was macht Fusion? Fusion wählt eine Fläche und ein Ziel. Dieses Ziel kann ein Punkt sein. Dieses Ziel kann aber auch eine Fläche sein. Jetzt sehen wir hier oben, gibt es einen Startpunkt und er zieht Punkt zu Punkt, Punkt zu Punkt, Punkt zu Punkt, Punkt zu Punkt. Und auch hier, von dem Punkt versucht er, zu diesem Punkt zu ziehen.
Ja? Wenn wir eine ungleichmäßige Anzahl an Punkten haben, weiß er nicht, wo er hinziehen soll. Also, wenn du einen Spline hast, immer für ein Loft so vorbereiten, dass du dieselbe Anzahl an Punkten hast, weil Fusion sonst nicht weiß, gehört dieser Punkt vielleicht nach da unten. Oder gehört dieser Punkt vielleicht nach da unten. Und dann würde er nämlich, ich starte eine Skizze, sage 3D-Skizze, dann würde er nämlich von diesem Punkt da runterziehen. Und wir hätten gar keinen Rumpf. Das wäre völlig verdreht, das Ding. Weil alles ein weiter wandert. Könnt ihr mir folgen? Also der Rumpf sieht dann quasi so aus. So darunter strakend. Wir müssen ihm also beibringen, okay, verbinde diese Kante mit dieser Kante. Entfernen. Das können wir jetzt mit geraden Kanten machen. Aber viel schöner ist es, wenn du das auch wieder mit einem Spline machst. Hierfür wählst du diesmal die 3D-Kante. Wir können jetzt wählen unsere ganzen Decksprungkanten. Klicken OK. Sagen Skizze fertigstellen. Ich lösche einfach mal den letzten. Ich lösche jetzt einfach mal den letzten Loft. Und wir machen jetzt einen neuen Loft, eine neue Erhebung von der ersten zur zweiten und zur dritten. Und wir sehen, hier zwischen ist jetzt noch Luft. Wenn dieses Video irgendwie geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du es teilst, wenn du einen Kommentar da lässt, was dir geholfen hat und ob irgendwas dabei ist, was dir nicht geholfen hat oder was du weitermachen möchtest. Ja? Diese Luft würde weg sein, wenn wir den nächsten Spline mit reinziehen, weil er ja nicht weiß, wie geht's von dieser Kante aus weiter. Er geht davon aus, hier ist Ende. Müssen ihm also immer sagen, wo geht's lang. Können ihm dabei aber helfen, nämlich mit dieser Führungsebene, Führungslinie, Verlaufsführung. Das klicken wir an, sagen Plus, wähle diese Kante und schon passt unsere Verlaufsführung genau zu unserem Wunsch, zu unserer Wunschlinie. Hier drüben zieht er jetzt alles ein bisschen hin, so wie er vermutet, dass es gehört. Na, wir sehen, das passt hier alles nicht mehr. So, das heißt, diese ganzen Kanten müssen wir ihm alle vorgeben. Das passiert völlig automatisch, wenn wir ihm alle Punkte zuweisen. Ich nenne das hier mal 3D-Skizzen. Skizze umbenennen, Rechtsklick, Linksklick und draufbleiben. Rechtsklick, Linksklick, 3D-Skizzen. Lines. Ich gehe in diese Skizze rein. Ich wähle Spline. Habe 3D-Skizze angewählt, unten rechts. Und verbinde jetzt einfach stumpf meine Punkte. Fertig. Same Game. Hier und da. Zack. Zack. Fertigstellen. Und dasselbe, jetzt wird spannend, können wir auch mit unseren Rumpflinien machen. Und mit diesen Rumpflinien können wir nachher uns richtig geile, fancy Sachen bauen. Also, noch einmal. Ich habe mich aus Versehen verklickt. Zack, zack, zack.
wo landen wir jetzt mit dieser Linie hier vorne? Ich gebe ihm jetzt einfach mal da den Punkt. Und auch wieder hier. So, jetzt haben wir angewählt. Wir haben 3D-Skizzen genutzt, um Außenkonturen in allen Ebenen zu definieren. Skizze fertigstellen. Wir sehen jetzt schon grob, wie dieser Rumpf aussehen wird. Wir sehen hier, der schwingt relativ tief nach innen rein. Hier ist eine Delle drin. Aber alles ist nach wie vor frei wählbar, frei anpassbar. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Diese Punkte bewegen sich nur auf diesen Ebenen, auf diesen Flächen, weil diese Punkte die Skizzenpunkte sind von dieser 2D-Skizze, die wir vorhin erstellt hatten. 2D-Skizze an der Stelle also wichtig. Die Splines, die hier lang laufen, laufen immer durch diese Punkte, weil wir die Punkte angewählt haben zum Bauen von diesem Spline. Also bewegt er sich von alleine mit. Hier vorne haben wir jetzt frei wählbare Höhen von diesen Punkten und wir können fancy Sachen machen. Mal gucken, was passiert. Wir starten den Loft. Erste Fläche, zweite Fläche, dritte Fläche, vierte Fläche, fünfte Fläche. Verlaufsführung plus hinzufügen. Innenkante, Außenkante. Rockerlinie. Außenlinie. Okay. Alle Skizzen ausblenden. Wir haben einen ziemlich glatten Rumpf. Und alles, was jetzt Ecken und Kanten sind, ich weiß nicht, ob man es sieht, hinten ist ein bisschen eine Delle drin, liegt an uns. Wir haben etwas falsch gewählt. Ich kann euch aber zeigen. So, sieht man es hinten ein bisschen? Das schnürt so ein bisschen ein. Aber schon viel glatter. Viel, viel glatter wie zu Anfang. Analysen, Zebra wieder aus. Skizzen an. Diese Punkte können wir jetzt so lange hin und her schieben, bis alles geil ist. Hier außen starten wir total schräg und hier sind wir senkrecht gestartet. Das führt dazu, dass hier diese Einschneidoptik entsteht. Kann sein, dass gewollt ist, kann sein, dass es nicht gewollt ist. Auf jeden Fall haben wir in der Mitte von dem Boot, wenn wir jetzt die Körper spiegeln, mache ich eben einmal schnell, spiegeln, Spiegelebene, okay, so ein komisches Bürzelleinchen. Warum ist das so? Weil wir in dieser Skizze von diesem Spline hier unten ihm nicht gesagt haben, für diese Kante sei bitte horizontal. Fertigstellen. Und schon läuft links nach rechts super smooth ein. Geil, oder? Ein richtiges Boot geworden. So. Was können wir jetzt noch machen? Wir können mit unseren 3D-Linien unseren Rumpf deutlich verändern. Wir können ihn sportlicher machen und vor allem, wir können ihn in allen Dimensionen anpassen.
sodass alles automatisch mit angepasst wird. Wenn wir also feststellen, wir haben zu wenig Tiefgang oder zu wenig Volumen, können wir einfach beigehen. Okay, ein Fehler ist aufgetreten, da sind wir über die Grenzen drüber. Ich zeige euch gleich, warum und wie das, woran das liegt. Aber wir können im Großen und Ganzen alles weiterhin super smooth anpassen. Ha, guck mal hier. Diese Skizze oder diese Kante in der Skizze ist nicht mehr auf diesem Punkt. Ich könnte wetten, wenn wir jetzt hier reingehen, Skizze anpassen, liegt daran, dass dieser Punkt nicht koinzident mit diesem ist und dieser mit diesem. Jetzt wird diese Linie auch schwarz. Guck mal, hier ist noch eine blaue Linie, die ist wahrscheinlich auch dann nicht perfekt. Skizze fertigstellen. Fertig. So. Geil. Was passiert? Ja, eigentlich ist alles gut. Eigentlich ist das jetzt ein glatter Rumpf. Warum sage ich die ganze Zeit wenig Kontrollpunkte? Wir können mit den Kontrollpunkten, die wir haben, jeden Rumpf darstellen. Wir können alles breiter, schmaler, eckiger, kantiger, wie auch immer machen, runder machen. Es ist alles möglich. Ich kann auch beigehen und in meinem Loft ihm sagen, mach mal eine Analyse und wir gucken uns das Ganze hier schon an. Wir können uns die ISO-Kurven anzeigen lassen. Wir sehen richtig toll jede einzelne Linie von diesem Boot, wo jede einzelne Linie lang führt. So, kriegt man einen glatten Rumpf. Okay. So, wir können jetzt diesen Punkt irgendwie nicht bewegen. Ich weiß nicht mehr warum. Wahrscheinlich spackt Fusion ab und zu. Aber im Großen und Ganzen entweder in diese Skizze direkt reingehen. Wir können die Skizze anklicken, Skizze 5. Sagen eben diesen Punkt, bitte ein bisschen nach außen. Fertigstellen. Schon funktioniert's. Diese Kanten funktionieren jetzt auch super, um geometrische Ausführungen daran zu machen. Wir könnten einen Radius daran machen. Das geht bei den meisten Körpern nicht so einfach, die so freie Freikörper sind. Wir können natürlich auch diesen Radius hier oben automatisch schon mit drin machen, reinmachen, indem wir in unserer Skizze 5 uns diese Kante nehmen, Abhängigkeit senkrecht rausnehmen und so ein Radius da reinsetzen. Fertigstellen und schon sind wir da ausgebeult. Sieht man das? Ich denke, man sieht das ganz gut. So. Ja, was gibt es noch für Fragen? So loftet man. Wenig Punkte, dieselbe Anzahl auf allen Ebenen. Das heißt, unsere Seitenansicht hat dieselbe Anzahl an Loftpunkten wie unsere Draufsicht. Wir können es noch einmal kontrollieren. Von oben, wir klicken einmal hier auf oben. Passt das alles? Den ein bisschen schmaler machen. Den ein bisschen schmaler machen. Hier sehen wir irgendwie noch zwei Punkte, da ist irgendwas faul. Da müssen wir anfassen. So. Und so kommen wir wundervoll zu einem sauberen Rumpf. Egal, wie du Bock drauf hast. Weiter geht's. Um den Rumpf zum Schwimmen zu bringen, brauchen wir natürlich eine Verdrängung. Ich mach's einfach mal an die aus. Wenn wir es ausgehen wollen, wie viel auf die Raumfahrt?
Gucken wir uns das an. Ganz normal. Gehen wir vorbei, schön, neues Gesicht. Nehmen wir mal die Linie. Machen wir ganz am Ende. Fertig. Das ist schön. Und jetzt trennen wir den Körper. Anhand dieser Linie. Wollen wir nicht? Weil ich weiß nicht, wie sie sind. Also, können wir gehen. Sagen wir Fläche. Wollen wir nicht? Aber okay, nochmal. Wir können natürlich mal einen Kanal fassen, die auf das. Dann funktioniert das mit dem Körper. Körper rein. Ich sag Zielkörper. Ich sag Zielkörper. Ich sag Zielkörper. Obwohl, endlich sicher ist, wo es angeht. Unser Körper. Ja. Jetzt haben wir hier einen neuen Körper erstellt. Ja, schon mal schön, nachspielen. Okay, jetzt habe ich einen Körper erstellt, durch das Schwein. Ich muss den anderen Körper einfach mal halt durchsichtig, rechtsklick. Opazität, Anpassung, 50%, ist sogar noch 50%. Das ist das Wasser, was wir sehen. Wir sehen oben auch gleich unsere schöne Linie. So sieht es los, immer aus. Wir können den Körper jetzt auch prüfen, Massenmittelpunkt, während unseren Körper, sagen okay, und haben hier unseren Massenmittelpunkt. Das heißt, das ist unser Aufstiegsschwerpunkt von dem Boden, in der Schönlage. Wir sehen, was wir gleich hier noch runter. Das ist ein Zufall. Wir können außerdem sehen, wie viel Volumen wir gerade drängen. Indem wir für diesen Körper rechtsklick, Einstellung, Eigenschaften, auf diesen Körper, rechtsklick, Eigenschaften, haben wir hier unser Volumen. 3,1 mal wieder. Easy. Hier haben wir schon einige Gebäude, können wir gleich. Das heißt, wir können mal gehen, sagen, das soll etwa so schön. Ja, also, mal das hier, so, sagen wir. Dann können wir es kurz konstruieren mit einer waagerechten Linie. Sagen wir, für den Menschen, messen hier schon. Sagen wir mal 30 Grad, das ist das Fleisch. Hier ist das Fleisch. Können wir hier sagen, Körper, Teilungswerkzeug, das Teil, okay. Und wir haben, das ist das Fleisch, hier, ein Schrägenkörper. Der man sieht, von einem Boot, was da liegt. Wenn das Boot, was da liegt, ist das also für diese Wasserlinie. Prüfen, Massenstörung, mit dem Wasserstörung, genau dort, die Schulage. Die Schulage, die passt jetzt vielleicht an die Asylokie, das ist okay. Und das sehen wir hier in dieser Sitzung. Wenn die sagen, hey, ich hab die Schulage, ich hab haben wir haben hier unsere Gesetze von unserer Schmiede. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auch hier ein 2-Sitzen, zum Beispiel, in der Nähe, der an den Wohnen entlang erwähnt. Das ist ein bisschen tricky, ganz einfach, aber die meisten haben schon mal gesehen und wissen, wo die Leder, Segelboot, wo die Leder in so einem Boot langläuft. Ne? Wir fangen ein bisschen her, wir haben das Motor, der größte 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 Motor, erste Option, Fläche sweepen. Wir können sweepen, wir sagen, das ist unser Profil, rechts Profil, und dann Fahrt ausgehen, das ist der Fahrt. Okay, wir gehen zurück, Profil, und wir wollen keine Kette ausgehen, sondern nur diese Kante. Okay, und schon, schwimmt das Boot im Wasser. Ein bisschen tief stehen, aber das können wir anpassen, weil unser Sitz noch da ist. Sichtbar machen. So, geht zurück zum Körper, sagen gerade rein, nehmen Sie den Körper, nehmen Sie die Fläche, sagen okay, steht rein, okay, wir schauen. Haben wir schon einen Teil wahrscheinlich? Nochmal, Körper, Teilungswerk. Ah, wir sind gerade nicht richtig lassen. Okay, es gibt die Option, Teilungswerk weiter. Wenn man es anklickt, wählt er die erste Fläche, die er findet, und vergrößert die Richtung rechts. Manchmal ist es, wenn man es aufmacht, wenn man wir können das mal sagen, zu deinem Körper. Wir nehmen jetzt das ab, wir dann die Hinterfläche, dann die Vorderfläche, dann funktioniert nicht. Wir können die Fläche hier in der Karte. Also, das ist richtig, wir müssen unsere Bilder vorne starten. Ist das Skizze? Von da, Verstand auf Objekt. Na klar, Skizze erstellen, plus. Stimmt, okay. Hier. Jungs, wir können hier auch Wellen machen, ne? Und genau hier sagen wir eine Linie, die nachher hier durchgeht, der wir X geben, das ist das Mittel dieser Welle, über die Grundsätze der Punkte, auf dieser Welle liegt. Und das gibt uns die Möglichkeit, den Mittel umherzuwählen, also wie weit, wie viel Kennung wir gerade vorfischen. Das ist das Optimum, pushen wir das einfach mal rüber. Ja, Skizze erstellen. Ich sage Fläche. Festgeben, erste Karte, Fahrkarte und schon mal hier wählen. So, ich kann natürlich zwei Farben geben, aber ich denke, für groß und groß wählen, hätte schon mal, wir wählen aus, diese Karte. So, was geht's noch denn? Wir können jetzt sagen, Blumenkörper rein, fertig auswählen, endlich fertig ist auch ein Problem, ich muss nicht sag okay. Den Fingerkörper ausmachen, jetzt einen geschnittenen Blumenkörper, das ist ganz fest. Ich mach mal die Opazität hier hoch. 100%. Das ist unser Verdrängen in einer Welle, wir können prüfen, was ist der Schwerpunkt. Okay, hier gibt es diesen Schwerpunkt für diese Welle, zu diesem Zeitpunkt, mit genau dieser Kleinung an. Genauso viel Wasser wird gerade verdrängt, im Schaffenzustand. Genau schaffen können wir jetzt hier auf die andere Seite. Aber wir sehen die Messerfläche, das ist also diese Messerfläche, Fläche gleich. 4,27, 5, plus das hier, 1,6. Das ist die letzte Fläche für unseren Rumpf. Wenn wir weiter. Das Spiel kann natürlich auch bei ganz normaler Farbe wenn ihr sie irgendwie geholfen habt, würde ich freuen, wenn du es wenn du was ihr habt. Und ob irgendwas weiß, was nicht geholfen hat oder was ihr weiter machen möchtet. Dann müssen wir diesen Rumpf mit Skill und Ruhe zu verständigen und vielleicht noch ein bisschen schneller machen. Das heißt, wir werden uns jetzt ankommen, dass wir den Hinweis, ich werde den Sprung ändern und den Schein verändern. Bis dahin, kann man hier für die Stunde. Das ist unsere Verdrängung in einer Welle. Wir können prüfen, Massenschwerpunkt. Okay. Er gibt uns diesen Massenschwerpunkt für diese Welle zu diesem Zeitpunkt mit genau dieser Krängung an. Genau so viel Wasser wird gerade verdrängt im statischen Zustand. Dynamische Auftriebe können wir jetzt hier auf die Art und Weise nicht kalkulieren. Aber wir sehen die Benetzungsfläche. Ja. Das ist also diese ganze Fläche, Flächenbereich 4,27 hoch 5. Plus das hier, 1,6. Das ist die benetzte Fläche für unseren Rumpf. Ich blende ihn noch einmal komplett an. Bei Welle. Selbes Spiel können wir natürlich auch bei ganz normaler gerader Fahrt haben, etc. pp. Wenn dieses Video irgendwie geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du es teilst, wenn du einen Kommentar da lässt, was dir geholfen hat und ob irgendwas dabei ist, was dir nicht geholfen hat oder was du weitermachen möchtest. Im nächsten Video geht es darum, diesen Rumpf mit Kiel und Ruder zu vervollständigen und vielleicht noch ein bisschen schöner zu machen. Bis dahin,
Kanal abonnieren für die nächste Runde, zum nicht verpassen. Ich werde von jetzt einfach weiter auf Deutsch machen. Mir geht dieses Englisch derartig auf den Sack. Würde mich freuen, wenn irgendjemand Danke sagt. Ciao.